Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Rot. Hier in Folge 54 hüpfen wir jetzt in den nächsten Kampf. In den nächsten Kampf. Und an der Spitze ist mal wieder Mew, so wie auch schon in der letzten Folge. Und darf ich dein Mew benutzen, Alex? Na, selbstverständlich. Ja, also Mew, dann setz mal Fliegen ein. Aha, damit hast du nicht gerechnet, Fleckmon. Wahrscheinlich hat es gar nicht damit gerechnet und das merkt es auch jetzt. Ja, in der letzten Folge haben wir ja ganz viele spannende Dinge gemacht, viele spannende Steine verschoben oder auch nicht. Haben wir viele Steine gesucht und wo ist der Stein? Da. Genau, und wir haben den letzten Stein gefunden, hoffen wir zumindest. Und da geht's jetzt weiter mit den Steinen. Nidoking kann immer noch Felsen bewegen. Wofür brauchen wir nochmal die Steine? Um die Strömung umzulenken, brauchen wir die Steine. Und das müssen wir tun, damit wir auf die andere Seite der Seeschauminseln sozusagen kommen. Das haben wir vor ein paar Folgen mal gesehen. Dass man, wenn man da... ist das hier richtig? Ja genau, jetzt musst du nach rechts. Nach rechts war das? Ja, von links, da waren wir schon mal, aber rechts noch gar nicht. Okay. Und da ist dann gleich dieser Ausgang, der ominöse. Vielleicht. Also man konnte das sehen wir auch gleich, wenn wir hier hochgehen. Und dann hier raus. Dann sehen wir das. Hier wollten wir hin und da links ist der Eingang gewesen. Ja, links oben sieht man jetzt gerade nicht mehr. Macht ja nichts. Seeschauminseln. Ja, deswegen wollten wir hier nochmal her und Steine schmeißen und so weiter und so fort. Und meinst du, du surfst da nochmal rüber mit Blitzer? Worüber? Naja, nach links, nach Westen. Ja, ich denke mal, ich werde jetzt mal wieder surfen. Also wir müssen wahrscheinlich nicht nochmal ins Pokémon Center. Timo packt das jetzt. Machst du auch gerade Urlaub? Nee. Nee. Wir machen gerade Let's Plays. Das ist doch kein Urlaub, das ist harte Arbeit. Harte Arbeit. Ja. Dafür braucht man viel Ausdauer. Durchhaltevermögen. Geduld. Geduld. Nerven. Nerven. Und vor allen Dingen Zuschauer. Und Zuschauer. Genau, deswegen freuen wir uns besonders, dass ihr gerade eingeschaltet habt bei Blitzer gegen Sepa. Ein spannender Kampf und... Oh, Blitzer hat gewonnen, okay. Oh, das kam unerwartet. Oh, und ein Jurob, das kennen wir noch gar nicht. Ja gut, wir haben jetzt gerade die Seeschauminseln hinter uns gebracht und sollten jetzt auf einer ganz neuen Route sein, glaube ich. Du kennst keine Gnade. Oh, so kannst ja mal gucken, ob wir auf einer neuen Route sind. Guck ich gleich mal nach dem nächsten... Nach dem Tentacher. Tentacher, ja. Danke. Es ist einfach immer ein Tentacher. Es ist immer ein Tentacher und es ist Level 5. Ha, es hat keine Chance gegen unseren Doppelkick. Oh, es hat nicht mal eine Chance gegen den Einzelnen gehabt. Genau, wir gucken nochmal der Vollständigkeit einmal auf die Karte. Route 20. Jo, wir sind jetzt auf... Und wir sind schon ganz kurz vor Land, ne? Genau, wir sind ganz kurz vor Land. Ich guck noch mal, wo wir jetzt lang gesurft sind. Also, was war das? Letzten Folgen sind wir von Fuchsange City auf die Route 19 gegangen. Dann durch die Seeschauminseln mehrere Folgen lang hindurch gebuddelt. Oder so haben wir uns. Und jetzt sind wir auf Route 20 und es geht weiter dann nach... auf die Zinnoberinsel und da waren wir noch nie und deswegen sind wir sehr gespannt, was sind wir sehr gespannt. Auf uns wartet. Ja, und wir verlieren keine Zeit mehr und kämpfen gegen die nächsten Pokémon. Ein wildes Tentara versucht uns aufzuhalten, diesmal schon auf Level 10, ja. Aber auch chancenlos gegen einen Ruckzuck-Hieb von Blitzer Level 43. Gar kein Problem. Das hält uns nicht auf. Auch diese Schönheit, die im Wasser schwimmt, ist wahrscheinlich kein Problem.
Schau dir meinen gestählten Körper ruhig an. Vielleicht ist es doch ein Schwarm. Ja, vielleicht. Oh ja. Gestählter Körper von der Schönheit. Das wäre großartig gewesen. Fang das mal. Echt? Nicht genau. Ja, wir haben tatsächlich in den Seeschauminseln auch ein paar Pokémon verpasst. Wir haben versucht, ganz viele zu fangen und Sterndu unter anderem ist uns durch die Lappen gegangen. Mehrfach. Ja, Sterndu ist uns durch die Lappen gegangen und Waschlappen. Waschlappen. Also Waschlappen ist uns nicht durch die Lappen gegangen, aber... Huch. Mein Vogel-Pokémon hat mich hierher getragen. Schade, dass er jetzt nicht da wegkommt. Oh ja, Vogel-Pokémon sind auch unsere liebsten Gegner. Komm nur her. Ja, also wir haben Sterndu nicht gefangen. Wir haben... Arktos nicht gefangen und wir haben Golbat nicht gefangen. Dafür haben wir aber Jurob gefangen und Enton. Oh, Blitzer versucht was zu lernen. Agilität. Ich guck mal ganz kurz, was wir so machen könnten. Wir könnten irgendwas für Agilität abgeben, das habe ich eigentlich nichts gegen. Ja, mach mal. Wie du denkst, nicht. Ne? Ich finde den Doppelkick nicht so stark bisher. Da ist mir der Ruckzuck-Hieb lieber. Aber weiß auch nicht. Was nehmen wir denn? Ich lasse den Doppelkick mal vergessen, glaube ich. So, tschüss Doppelkick und Agilität gelernt. So, also nochmal zurück, ne? Also wir haben gefangen. Hatte ich gerade gesagt, ein Jurob. Und ein Enton. Dann hatten wir gefangen ein Mushas, ein Yugong und ein Phlegmon. Also fünf Stück haben wir gefangen und nur drei nicht, also gar nicht so schlecht. Ja. Mehr als die Hälfte, die wir fangen konnten, haben wir gefangen. Und den Rest kriegen wir halt irgendwie woanders sonst zur Not noch her. Oh nein! Ja, tja, kannst du mir sehen. Der ist halt ein bisschen... Ja. Mein Freund hat mir eine große Perle geschenkt. Mein Freund hat mir eine große Perle geschenkt. Er ist mein bester Kumpel. Oh, nee, doch nicht. So, so. Was glaubst du, wie lang die Route noch ist? Ich glaube, die ist ganz und gar nicht mehr lang. Vielleicht noch so ein, zwei Bildschirme. Meinst du? Okay. Ja. Alles klar. Ich werde trotzdem noch mal ein bisschen durchs Wasser fegen gleich. Ja, wir wollen ja jeden Trainer mitnehmen und jede Trainerin vor allen Dingen. Genau. Trainer nicht so wichtig, Trainerinnen wichtig, weil Trainerinnen knete, knete. Ne? Haben wir schon gelernt. Von ihren Freunden Perlen geschenkt und die Perlen setzen sie dann gleich im Pfandhaus um gegen... 2100 Poké-Dollar und die geben sie dann uns, nicht wahr? Lass die Finger von meiner Perle! Siehste, 2100. So, war hier noch irgendwas? Also maximal auf 5 Tentachas, dann sollten wir drüben sein. Pass mal auf, wie ich hier gleich alles Mögliche mache. Pass mal auf. Ich muss gleich noch mal ein bisschen nach unten surfen, da haben wir, glaube ich, ein bisschen was ausgelassen. Also ja. Das mache ich gleich mal. Ah, genau, ja. Da ist noch eine Schönheit. Hallo. Ich bin von der Zinnoberinsel herübergeschwommen. Komm schon. Ah, ist keine Schönheit, aber eine Pfadfinderin. Mitten im Wasser. Na gut. Macht dir doch nichts aus, wenn ich hier ständig Donnerschock einsetze, ne? Und uns hier so durchblitze. Donnerschock ist super. Ist ein bisschen langweilig vielleicht. Aber es ist einfach sehr effektiv. Jawohl, schon wieder ein Level hoch. Guck mal, alle leveln hier richtig immer fleißig vorwärts. Nur dein Zweckbo nicht. Ich bin enttäuscht.
Ja, das glaube ich. Genau, und das Medbo wird auch, das ist das Stichwort fürs Medbo. Das Medbo ist mal wieder dran. Ja, geil. Lalala, achso, hier war nichts mehr. So, hier war nichts mehr, zwei Bildschirme noch. Einer noch. Oder ist das jetzt noch ewig lang? Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Ich habe dich zuerst gefragt. Ha, Level 48. Hast gesehen, Spezial 109. Ja, habe ich gesehen. Krass. Auf der Zinnoberinsel befindet sich ein Pokémon-Labor. Hast du gehört, Alex? Ein Pokémon-Labor. Ein Pokémon-Labor? Das müssen wir auf jeden Fall natürlich aufsuchen. Das lassen wir auch nicht aus. Was man da wohl machen kann, kann man da Pokémon kombinieren oder so? Was du wieder denkst. Ja, weiß nicht, Bill hat sich doch auch in ein Pokémon verwandelt. Mit seinem kleinen Heimlabor. Stimmt. Vielleicht kann man dann da irgendwie so... ein Mashok und ein Goldini reintun und dann kommt irgendwie ein Meerjungmann raus. Das wäre doch voll cool. Ein Mermail-Pokémon. Größe 1,30 Meter. Warte! Gewicht 76 Kilo. Dieses Pokémon ist gänzlich unbekannt. Oh, ich sehe da was. Sehr begehrt. Ja, ich hatte recht mit zwei Bildschirmen. Arena! Bäm! Oh, die Tür ist verschlossen. Oh. Wieso das? Ey, Opa, warum ist die Tür verschlossen? Forscher experimentieren in dem ausgebrannten Gebäude. Welches ausgebrannte Gebäude? Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel, ist ein seltsamer Mann. Er lebt hier seit Jahren. Oh, guck mal, da geht's nach oben. Das wird wahrscheinlich nach Alabastia führen. Der hitzköpfige Quizmaster, so, so. Das meinst du hier, nach Alabastia? Oh ja, hier ist auch eine Route. Könnten wir direkt starten? Machen wir natürlich nicht. Ich lese ja noch mal ein paar Schilder. Die Zinnoberinsel, die Stadt brennender Leidenschaft. So, so. Oh, brauchen wir hier Feuer-Pokémon, um zu bestehen? Maybe. Nee, wahrscheinlich, Pyro hat wahrscheinlich selber Feuer-Pokémon, ne? Wenn er Pyro heißt. Na, wahrscheinlich. Oh, was kann man hier kaufen? Was kann man hier Der Pokémon-Center. So, so. Das Pokémon-Labor. Ich glaube, das ist das hier. Okay. Geh mal Pokémon heilen. Ja, ich geh mal Pokémon heilen. Meinem Dickdreh geht so schlecht. Liegt so zusammengekauert im Pokéball. Mensch, Schwester Joy heute mal mit roten Haaren. Sieht ja richtig Schmuck aus. Lalala. Hallo. Ja, wir wollen gerne ordentlich einkaufen. Wir haben ein paar Hyperbälle aufzustocken. Vielleicht so 10. Ja. Einfach mal einpacken. Genau, Hypertränke fehlen uns bestimmt auch 3. Ja. Und Hyperheiler brauchen wir nicht verbraucht, glaube ich. Dann werden wir damit fertig und verkaufen wollen wir natürlich auch etwas. Nämlich... Ja, sag mal an, was verkaufen wir denn so? Das Nugget. Nugget. Was haben wir noch? Wir hätten hier noch das Top-Elixier. Möchtest du das verkaufen? Bringt das was? Das gibt doch nur 0, oder? Oh ja. Dann behalten wir das erstmal. Dann behalten wir das. Sehr schön. Wunderbar. Das können wir auch in einer Folgenpause vielleicht im Pokémon-Center ablegen. Auf dem PC, wer weiß, ob wir da noch Platz haben. Soll ich jetzt mal hier reinlaufen? Ja, hier oder da oben weiter? Ich würde da oben, oder? Keine Ahnung, ist mir egal. Mach du mal, wie du denkst. Ich habe eben schon gehört, ich soll da oben reingehen. Mach ich mal. Was war denn hier nochmal? Was war denn hier? So. Hm. Das hatten wir schon. Da ist nichts. Das ist bestimmt einfach ein sinnloses Gebäude. Kennst du doch. Lalala. Huch, was ist denn das? Kommt man da nach rechts? Krasse Musik. Ah, ich weiß, was das ist. Na? Das ist dieses Haus, wo es diese Schleimviecher gibt. Da
Haas. Oder diese Rauchviecher. Auf jeden Fall gibt's Smoggern. Oh Gott, als wieder Erinnerungen werden wach. Haben wir Smoggern schon? Nee. Na dann? Warte, diese... Hier gibt's doch diese Schleimdinger. Slimer. Meinst du? Also ich weiß jetzt gar nicht, welchen Weg ich gehen soll. Rechts oder durch die Treppe? Keine Ahnung, das überlegen wir uns in der Folgenpause und dann... Genau. ...haben wir die ganze Zinnoberinsel noch Zeit zu erkunden in den nächsten Folgen. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.